Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Tom vom Kanal Austrian Outdoorman und ich bin heute hier im tief verschneiten Wald. Ich habe die Hängematte dabei und will heute das erste Mal dieses Jahr wieder so richtig im Winter Übernachtung machen. Tiefstemperaturen bei die minus 7, minus 8 Grad diese Nacht. Also wird sicher eine coole Aktion. Bleibt dran und los geht's! Ja, geil. Wie gesagt, heute die erste Nacht wieder mal so richtig im Winter draußen. Zum ersten Mal so richtig geschneit heute. Mega cool. Ich hatte schon so eine Fingern gejuckt, wieder rauszugehen und ein cooles Abenteuer zu machen. Ja, ich habe den Daunen Topkilt heute mit als Schlafsack. Ich bin gespannt, weil der sollte eigentlich bis maximal minus 10 Grad eigentlich gehen, also Komfort bis minus 10 Grad. Es wird heute ein bisschen eng, aber ich habe zum Schutz noch einen kleinen Schlafsack-Inlay mit. Da kann ich sonst die Füße reintun. Ich glaube, dann geht's schon. Ja, was soll ich sagen? Seht euch an. Mega. Cool, tief verschneit alles. Ich habe mich schon wieder gefreut auf diese Jahreszeit. Weiter geht's. Ich bin jetzt den Weg hier reingelaufen, bin heute mal gar nicht so weit irgendwo abseits im Wald unterwegs, sondern von zu Hause circa ja, 25-30 Minuten zu Fuß nur weg. Ich werde mich jetzt hier irgendwo in den Wald reinschlagen und dann ein cooles Plätzchen suchen. Habe erst zu Mittag entschlossen, beim Mittagessen, dass ich aufbreche, weil ja die ganze Landschaft einfach so cool ist. Von dem her heute mal nichts, oh, die Brille läuft schon wieder an, heute mal nichts extrem Aufwendiges, sondern einfach mal die Sachen gepackt und raus in die Natur. Das ist mir oft das Liebste und ja, ein paar Sachen ausprobieren auch. Ich habe das Didi-Tarp auch mit. Das habe ich in der Diamantform so mit der Hängematte auch noch nie aufgebaut in der Kombination. Von dem her wird das auch mal ganz cool. Und was noch sehr interessant wird, ist die Sache mit Heringe bzw. Schneeanker machen. Ich habe schon einmal eine Nacht draußen geschlafen bei Schneesturm mit der Hängematte und hatte mega Probleme, das Tarp zu spannen. Und habe mir da ein paar Videos angeschaut und bin dann drauf gekommen, dass man im Winter eher Schneeanker macht, wie Heringe reinschlägt, wenn man die ja sowieso nicht reinbekommt. Das Video verlinke ich euch irgendwo da oben mal. Das könnt ihr euch auch ansehen, war eine mega Aktion. Da war wirklich Schneesturm und so. Das war cool. Und ja, ich werde das jetzt dann ausprobieren mit den Schneeanker. Einfach einen Stock nehmen, da die Leine vom Tarp spannen und dann am Boden im Schnee eingraben. Mal sehen, ob es funktioniert. Und jetzt werde ich mir hier einfach mal einen Platz suchen. Los geht's! Oh, die Brille wieder auf, sonst sehe ich nichts. So, oh, da wird er schon tiefer, der Schnee. Thank you.
So, habe jetzt mal meinen Rucksack hier abgestellt. Der Savotta Jäger. Hier prall gefüllt. Ja, im Winter braucht man immer ein bisschen mehr. Oh, jetzt mal den Schnee hinten rein. Geschmolzen. Oh. Ja, ich habe jetzt den Baum da hinter mir. Den hier. Und werde den hier nehmen. Hab zwar in der Mitte so ein kleines, so einen kleinen Hügel. Hier ist jetzt nicht optimal, weil ich die Hängematte jetzt höher spannen muss, weil der kleine Hügel ist. Aber ja, ich glaube, ich komme da schon irgendwie hin, dass ich die Hängematte hoch genug spanne. Ich werde jetzt schnell Gas geben und werde gleich mal die Hängematte spannen und schauen, ob es ausgeht hier mit der Höhe. Den mir läuft das Tageslicht ein bisschen davon. Es ist zwar erst 15 Uhr oder so, aber jetzt hier im Winter heißt 15 Uhr schon, ja, dass es schnell dunkel wird. Also, ich werde mal Gas geben. Oh, gemütlich. Oh, die Schuhe ausziehen hier. Oh. Ja, wenn jemand fragt, Schuhe, Winterstiefel oder so. Das sind keine besonderen, das sind ganz normale Bergschuhe von Salomon Quest, Quest 4 oder so. Ich habe wirklich richtig dicke Winterstiefel. Aber die sind wirklich klobige Teile und nur bei minus 20 Grad oder so. Dass ich die hernehme, das sind ganz normale Wanderschuhe. Normale Socken. Ich habe dann später für Schlafen noch richtig dicke Wollsocken, die ich drüber ziehe über die normalen Socken. Und dann müsste das passen. Und jetzt mal Probe liegen, raus aus den Schuhen. So. Hier ist der Kopf. Oh. Ja, sieht doch gemütlich aus, oder? Ich glaube, ich bleib gleich. Ah, fein. So, noch Underkill drunter. Ich habe immer den One Degrees Winter Underkill. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Den gibt es leider in der Ausführung, wie ich ihn habe, nicht mehr, aber der ist mega cool. Den habe ich schon bei fast minus 10 Grad draußen geschlafen und hat funktioniert. Ich habe auch mein Schaffell dabei, das nehme ich immer voll gerne mit. Also wurscht ob Biwak, also mit Isomatte draußen oder mit hier Hängematte, das habe ich einfach immer sehr gerne mit. Und einfach perfekt zum draufsitzen alles und gibt so wirklich eine coole Wärme. Ja, jetzt werde ich das noch spannen, dann noch kurz das Tarp spannen in Diamantform, das Didi-Tarp. Und ja, ich habe jetzt keine Heringe mit fürs Tarp, weil ich mir gedacht habe, ich mache Schneeanker. Ja, Schnee ist jetzt nicht so viel, aber ich kann mir sonst Heringe einfach aus Stöcker machen. Das geht auch. So. Wieder raus. Und nicht in den Schnee steigen. Rein in die Schuhe wieder. Und weiter geht's.
wie schon gesagt. Dabei habe ich das Didi 3x3 Meter Tab in Multicam. Passt jetzt nicht ganz zum Schnee, aber ja, passt schon. Das werde ich jetzt hier rüberschmeißen und dann in Diamantform einfach abspannen. Jawohl. Das Tab ist mal abgespannt. Auf einer Seite. Hier hinten einfach einen Stecker rein. Jetzt nehme ich noch diese Seite. Hier. Und möchte das Ganze hier einfach ein Stecken reingeben, also ein Stock, und so, dass man das vorne offen ist. Derzeit ist kein Schnee in Sicht. Ich nehme hier einfach einen Stock rein. Jetzt suche ungefähr auf, kommt da rein. Ja, so Kinnhöhe. Hab die. Jetzt gehen wir hier rein. Das. Silke Gumball mit, und jetzt mal einen Ast absägen. Ja, ich habe jetzt mal schnell alles aufgebaut, habe mir ein paar Stöcker gesucht, die hier aufgestellt vorne, dass ich hier raussehen kann auch. Ich zeige euch dann das noch mal ein bisschen genauer, aber gerade hat es wieder angefangen zu schneien. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ja, ich habe mir auch die Option gelassen, dass ich vorne den Stock weggeben kann und dann darunter spannen kann, dass sich der Schnee hier oben nicht zu viel sammelt. Puh. Im Winter ist alles ein bisschen anstrengender. Alles nicht so easy, aber es funktioniert. Ah, sehr geil. Es schneit mega. Ja, ich werde mir dann später noch was zu essen machen. Aber jetzt genieße ich einfach mal kurz den Moment hier. Und schau einfach mal nur raus, denn das hat einfach was. Das muss ich euch dann noch zeigen, meinen Ausblick. Ist das fein. Ich chille einfach mal in der Hängematte. Wollte mir jetzt noch was zu essen machen. Aber ich glaube, ich schmeiß mich jetzt einfach mal rein und hau mich eine Stunde hin. Und wenn ich dann noch einen Hunger bekomme, mache ich mir noch was. Aber jetzt gerade genieße ich einfach die Zeit hier. Es ist so gemütlich. Es ist so gemütlich. Hey, mega. Hängematten sind schon was Geiles. Ich habe hier einen, das ist so ein Inlay, Schlafsack-Inlay.
Weil Schlafsack in der Hängematte ist generell nicht so geil. Wegen die Reißverschlüsse und so ist einfach nicht so cool. Von dem habe ich jetzt nur das kleine Inlay. Und dann den Dopkilt drüber. Den habe ich hier, Down and Dopkilt. Da brauche ich einfach nur reinschlürfen. ja, das ist dann einfach ganz leicht, da ist kein Reißverschluss, nichts. Also einfach für die Hängematte besser. Und mit den zwei, glaube ich, habe ich die Nacht wirklich keine Probleme. Von den Temperaturen her, ich glaube auch gar nicht, dass es so kalt wird. Gesagt haben sie minus 8 die Nacht. Aber es hat gerade wieder geschneit und so. Und solange es schneit, hat es ja gar nicht so viele Minustemperaturen. Naja, ich genieße einfach die Zeit noch ein bisschen hier. Ist schon geil, oder? Was sagt ihr? So, ich ziehe mich noch schnell um. Habe hier noch eine Jogginghose zum Schlafen mit, weil die Hose ist ein bisschen nass geworden. Habe drunter eine einfach eine lange Unterhose an und habe dann noch Socken mit, die ich dann noch anziehen kann und schmeiß mich dann einfach mal rein. Oh. Ja, ich melde mich mal hier aus der Hängematte. Sorry, dass ich jetzt nichts mehr gekocht habe oder so. Aber es ist jetzt wirklich schön dunkel geworden draußen. Es ist der Wind halt aufgefrischt. Minus 2 Grad gerade. Oh. Und in der Hängematte ist einfach so gemütlich. Es ist jetzt knapp 18 Uhr. Und eben minus 2 Grad hier. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich hier innen gemütlich liege. Ich habe den Hoodie an, also Kapuzenbulli, dass ich eine Kapuze drüber ziehen kann. Ich habe drunter ein langärmliches Shirt noch an. Hier den Daunen Dopkilt. Oh, der ist so gut. Und darunter habe ich noch das Innere, wie gesagt. Mit den ist eigentlich wirklich schön warm herinnen, muss ich sagen. Ab und zu friert es mir auf ein paar kleine Stellen. Aber ich glaube, da muss ich jetzt dann noch mein Tarp justieren. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas seht da draußen. Oh, nee. Nicht wirklich. Auf alle Fälle ist mein Tarp ja nach vorne offen, dass ich raussehen kann. Aber der Wind bläst hier gut rein. Von dem her werde ich dann einfach mein Tarp noch umbauen und nach unten setzen. Ich habe mir da schon eine Vorrichtung gemacht beim Aufbauen. Und ja, so krass, den Schnee von den Bäumen haut es durch den Wind ständig aufs Tarp. Voll brutal. Ja, das erste Mal wieder Wintercampen ist schon crazy, ja. Aber auch cool. Jo, ich werde mir jetzt dann noch die neue Folge von Seven vs. Wild in Panama ansehen. Kommt jetzt um 18 Uhr raus samstags. Und jo, dann melde ich mich später nochmal und werde euch morgen nochmal genauer alles zeigen, was ich jetzt so mit hatte und vielleicht ein paar Tipps geben. Und wenn euch das ganze Thema Hängematten, Camping auch im Winter interessiert, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich überlege nämlich schon länger ein Wintercamp-Tipps-Videos machen, also wie man mit der Hängematte am besten draußen schläft, ohne zu frieren. Von dem her sagt mir, wenn euch das interessiert, wäre cool. Und ja, dann bis später. Hallihallo. So, nochmal ein kleines Update. Ich war jetzt gerade nochmal draußen. Habe jetzt mein, ja, leider sieht man es nicht, das Tarp noch runtergespannt. Jetzt geht es hier eigentlich bis zum Boden. Oh, der Wind pfeift. Es ist jetzt nicht unbedingt warm. Also draußen war es generell jetzt sehr kalt. Wow.
Aber ich hatte jetzt auch nur den Hoodie an. Habe jetzt die Jacke gar nicht angezogen, nix. Aber jetzt war es wirklich kalt. Ja. Es ist jetzt 8:30 Uhr. Also 20.30 Uhr. Ich werde da mal versuchen, ein paar Stunden zu schlafen. Ich werde sicher öfter munter werden. Der Wind ist, ja, der zieht ganz gut drüber immer. Das Tab. Hier haut es recht gut hin und her. Aber meine Verankerungen halten alle, das passt. Ich glaube, ich hoffe, beim Schlafen macht mir das nicht zu viel aus. Oh ja. Juju, so ist das, gell? Ein kleines, feines Abenteuer. Und ja. Ich melde mich in der Nacht nochmal, falls ich mal munter wäre. Dann werden wir einen Temperaturcheck da machen in der Nacht. Aber jetzt mal gute Nacht. Hallihallo. So, es ist 2 Uhr morgens. Ich habe jetzt echt gut mal geschlafen. Aber der Wind ist echt brutal. Herr Pistonarisch. Puh. Ich weiß nicht, ob man ihn hört durch die GoPro. Haut auf jeden Fall immer den Schnee runter aufs Tab. Jetzt, ja, knallt sie immer wieder recht. Von irgendwie hat man dann schon Gedanken, ob nicht irgendwo was runterkommt. Dass jetzt ein Baumwipfel runterkommt oder so. Naja. Versuch noch ein bisschen zu schlafen. Sehen wir uns morgen. Guten Morgen schon mal. Oh, ich habe jetzt nochmal echt sehr gut geschlafen. Aber die Temperaturen werden immer kälter. Die ganze Nacht, es fällt die Temperatur immer bei minus 4 Grad. Geht noch ganz gut. Aber der Wind, boah, hab's ja vorhin schon gesagt, der macht es jetzt wirklich auch kalt. Hier nur die Hände heraus haben und man spürt den Wind ein bisschen. Puh. Aber ja. So. Noch ungefähr fast 2 Stunden bis hell wird. Das ist wirklich der Nachteil im Winter, nicht so geil, aber naja. Aber bis jetzt eine sehr ruhige, super Nacht grundsätzlich. Bisschen kühl, aber das geht schon. Na gut, bis später. Fein. Sehr cool, sehr cool. Aber ich will jetzt nicht raus. Es ist so schön warm herinnen. Und draußen ist alles zugeschneit und bewindt.
Witz. Oh. Aber irgendwann muss man raus, es hilft nichts. Und das Klo muss ich auch. So. So Leute, boah, ich habe mich jetzt auch rausgewagt. Kalt ist heraus. Ne? Oh, ich habe noch Handschuhe drinnen, aber beim Fotografieren habe ich die jetzt nicht angezogen, aber wirklich kalt. Aber ja, das ist jetzt mein Setup. Schon ein bisschen gesehen. Ich habe hier das Ganze dann runtergespannt auch. In der Nacht, weil der Wind doch sehr gepfiffen hat und so war ich wenigstens ein bisschen windgeschützter. Ja, so ist die Hängematte angekillt, alles drunter. Da ist man wenigstens halbwegs geschützt. Oh, aber crazy, ja. Crazy, crazy. So sieht das aus. Ja, ganz kurze Worte zum Abschluss von diesem Video. Mich hat es natürlich gefreut, dass ihr dabei wart und dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Hey, mega cool. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nichts großartig gekocht habe und so und mich grundsätzlich fast nur in die Hängematte geschmissen habe. Aber ich habe das wirklich jetzt mal wieder gebraucht, rauszugehen und einfach die Hängematte zu schnappen und abzuschalten. Ne? Ich habe mir da einen Podcast reingehauen gestern zwischen zwei Bäumen. Ist vom Hängemattenforum jemand, der da einen Podcast macht für über Hängematten-Sachen. Ist recht cool auch, wenn man andere Leute hört, die auch draußen schlafen und so. Und für mich war es einfach nur schön, die Zeit hier zu genießen und jetzt nicht groß aufwendig irgendwas zu machen, einfach rauszugehen, Sachen zu backen und ja, einfach mal hier sein, ohne jetzt groß kochen und so. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wenn ihr noch eben Tipps sucht oder wenn ihr an einem Video interessiert seid über Winter-Hängematten-Camping, dann lasst es mich wissen. Denn wie gesagt, ich überlege, dass ich so ein Video mache, weil es ist doch ein bisschen alles ein bisschen anders als wie im Sommer. Grundsätzlich dasselbe, aber alles ein bisschen anders. Und wenn irgendwas nicht passt, sind die Folgen halt fataler. Von dem her, wenn ihr daran Interesse haben würdet, lasst es mich wissen. Ich sage schon mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!